Hallöchen, Freunde, wir schlumpfen wieder. Und zwar schlumpfen wir wieder am Fuß des Berges und schlumpfen erstmal den Osterhasen hinüber. Und dann schauen wir mal, ob wir diesmal Gipfelstürmer schlumpfen können. Hallo Häschen, tschüss Häschen, ich hätte dich zwar gerne tot gemacht, ich glaube das... Okay, man sollte keine Rachegedanken schwören. Das bestraft sich nämlich von allein, in meinem Fall mit dem Verlust eines Herzens. Ich muss ja auch nicht alles umbringen, was mir in den Weg kommt. Wir spielen ja die Schlümpfe und nicht Mortal Kombat. Und deswegen ist mein erstes Ziel eigentlich nur, dass ich da durch will. Und mit dadurch meine ich unten lang... Gut, ich lebe noch. Ich lebe noch. Alles im grünen Schlumpf. Grüner Schlumpf. Schlümpfe sind blau. Egal. Hier gibt es Sasa Parille und da sind wir auch wieder bei meinen schönen Aussichten von gestern. Und schlumpfen weiter und das Häschen schlumpft auch und jetzt schlumpft es nicht mehr. Jetzt hat es sich ausgeschlumpft. So, war nicht da. Okay, okay. Alles immer noch im grünen Schlumpf. Obwohl Schlümpfe... Du respawnst aber schnell. So. Wieder einer. Die vermehren sich wie die Karnickel. Könnte daran, Arschloch, liegen, dass es Karnickel sind. Gut. Hahaha. Abgekürzt. Jetzt nur nicht wieder. Ich sag's noch. Das ist mir gestern nicht passiert. Gestern bin ich da mit dem einen einzigen Leben, das ich noch hatte, vergleichsweise schlumpfig durchgekommen. Und jetzt mache ich mich hier zum Schlumpf. Schlumpfbeere. Tschüss, Osterhase. Und weiter schlumpft's und weiter schlumpft's und weiter. Was einmal schlumpft, wird auch noch einmal schlumpfen. Müssen wir erstmal warten, bis der Geier seine Kreise gezogen hat. Jo! Also Schlumpf noch einmal. Nicht laden gehen, ja? Ich erinnere mich da zwar an dieses alte Schlümpfe-Kinderlied von wegen Wir Schlümpfe gehen gerne baden, das kann der blauen Haut nicht schaden. Ja, gähn, wenn ich dir was vorsinge. Richtig so. Aber zumindest hat's geholfen, weil... Verschlumpft. Anders da runter kommt man nicht. Okidoki. Dann halt unten entlang, unter dem Wasserschlumpf hindurch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hier kann man sicher landen und den Hasen tot machen und den Geier schlumpfen. Wetten, dass der Hase wieder da ist. Genau. Und da ist der Schlumpfer, den ich noch geschlumpft habe. Und der blöde Flattermann geht da mal bitte blöd aus dem Weg. Blödes Hoppelhäschen. Gut. Aber jetzt kann ich hier weiter. Und hier wäre die Brücke wieder aufgebaut. Warum bin ich kleiner Schlumpf, der gerade mal drei Äpfel hoch ist, eigentlich so schwer, dass eine Brücke dadurch einbricht. Also wenn ich da als echter Mensch drüber gehen würde, würde ich es ja vielleicht noch einsehen, aber als Schlumpf? Naja, man muss nicht immer alles schlumpfen, man muss dafür dieses Kaninchen schlumpfen. Dumm, 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 das habe ich gesucht und die Schlumpfbeere schlumpfen wir auch noch mit. Ich glaube, hier waren wir gestern noch nicht, weil hier sind wir gestern an exakt diesem verfluchten Schlumpfhäschen
Nein, Schlumpf. Jetzt müssen wir nur mit dem einen Herz noch ans Ziel schlumpfen. Das heißt, dieser Geier darf uns nicht treffen. Und wir dürfen nicht ins Wasser schlumpfen. Hallo, Geier. Ziel, 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 Ziel. Gut. Der Berg geht. Immerhin haben wir gerade vor ein paar Sekunden den Checkpoint erreicht. Alles noch im grünen Schlumpf. Und trotzdem, dass ich tot umfalle, wenn mir ein Schmetterling ins Gesicht fliegt. Also, halten diese Schlümpfe denn gar nichts aus? Okay, wir müssen sprengschlumpfen. Wo geht's weiter? Unten rum. Da ist aber wieder dieser gefräßige Schmetterling. Ich habe ab sofort eine schlumpfige Angst vor Schmetterlingen. Das wird jetzt eine Schmetterlings-Hallo-Schlumpf-Wäre-Phobie hier. Da ist ja der Sprenger und der Upsala wird auch von einem gefährlichen, feuerspuckenden Schmetterling mit scharfen Fangzähnen bewacht. Und wenn ich das richtig schlumpfe, war das hier? Müsste da oben jetzt auf sein, wenn das hier war. Schlumpfen wir mal da rüber. Hoppidop. Hoppidop. Ah ja, ich glaube, die Gegend hier ist nur dafür da, dass ich mir das Trampolin schlumpfe. Schmetterling, flieg nicht so nah an mich ran. Scheiß Vieh. Ich hol gleich die Fliegenklatsche, du, ja? Und ich krieg Lust auf einen Hasenbraten. Mit Brot, Kraut und Knödeln. Da geht's wahrscheinlich hoch. Und da ist der nächste Sprengschlumpfer. Wieder unter der Bewachung eines gemeingefährlichen Schmetterschlumpfs. Upala! Oh, 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 oh. Der will was von mir. Der will was von mir. Das merke ich. Bin oben und muss. Kriegst du mal, du Schlumpf? Ja, ich weiß, du kannst nicht kriechen, weil du bist aus Schlumpfenland und nicht aus Griechenland. Ha, 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 ha. Wasser. Ein extra Leben. Ein Fisch. Ein extra Leben. Dass ich bestimmt gleich wieder los bin, wenn die Fische mich schlumpfen. Oder wenn der Hase mich schlumpft. Ich weiß ja jetzt zumindest, dass ich gleich unten entlang schlumpfen muss. Und der Hase ist weg. Schlumpfbeere. Und Sprengschlumpfer. Puff. Puff. Hase ist respawned. Schmetterling ist nicht respawned. Der war nie weg. Na, Schmetterling, fliegst du mal ein kleines bisschen schneller aus dem Weg. Danke, Schlumpf. Die Sasaparille nehmen wir auch noch mit. Schmetterling. Hase. Hupala. Und hier brauchen wir das Hüpf. Und wir springen. Und wir kriechen unter dem Wasserschlumpf entlang. Und zerstören eine Brücke. Das Leben ist weg, dann muss ich mich da ja auch nicht mehr dran schlumpfen. Ich muss nur die Fische
schlumpfen? Mist, Hoppelvieh. Wo ist die nächste Schlumpfbeere? Nirgends, hier ist erstmal das nächste Trampolin. Das nächste Trampolin. Wie jetzt? Ein Schlumpf stirbt, wenn er Schnee berührt. Okay. Das find ich Schlumpf. Und diesen Hasen find ich auch Schlumpf. Und was Schlumpf heißt, könnt ihr euch selber schlumpfen. Weg da Schmetterling, weg da Schmetterling. Boing. Trampolin abstellen, hochhüpfen, Schmetterling sprengen. Ja, Schmetterling sprengen vor allem. Das wär's doch mal, wenn man das könnte. Auf den Sprenger schlumpfen und dann explodieren alle Schmetterlinge in ihre Einzelteile. Also so ungefähr so wie auch die Hühner in Counter-Strike immer. Ich hol mir jetzt eine Pumpgun und baller die Hasen und Schmetterlinge weg. Jawohl. Oder ich hol mir eine Portalgun. Hier ein Portal, das andere da oben auf der Bergspitze und dann geht das hier ganz schnell. Und oder ich reiß den blöden Hasen die Ohren ab und flieg dann mit den Hasenohren da hoch. Was Mario kann, kann ich ja wohl schon lange. Blöder Fels. Vorsprung. Dumm. So. Fisch. Ich sagte Fisch, weil ich an den Fischen vorbei will. Und nicht, weil ich zu den Fischen will. Ich sollte mich einfach klarer ausdrücken. Ich merk's schon. Hase. Gut. Sprengen. Schmetter, Arschloch, genau. Immerhin Punkt Landung auf dem Hasen. Und wie ich das Spiel... Also ich hätte es dem Spiel zugetraut, dass der Hase jetzt in mir drin respawnt. So unfair war das Spiel dann zum Glück jetzt doch nicht, aber sobald ich wieder da unten bin, wird der Hase auch garantiert wieder da sein. Wie gesagt, die... Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir eine Fliegenklatsche. Und zwar eine große, die man auch für Schmetterlinge verwenden kann, aber nicht zu vergessen auch für die blöden Mücken im Sumpf. Und für die Mücken im Schwarzwald. Und überhaupt für alles, was kleiner ist als drei Äpfel und hier um mich herumflattert. Mit freundlichen Grüßen, dein Schlumpf. PS, ich will nicht bis Weihnachten warten. Ich brauche das ganze Zeugs gleich jetzt. Gut. Wenn ich jetzt ins Wasser schlumpfe, dann darf ich den ganzen Berg noch einmal schlumpfen. Hallo Fisch. Fisch. Ich hätte es nicht sagen sollen. Was heißt eigentlich den ganzen Berg noch einmal schlumpfen? Durch die Höhle muss ich jetzt auch noch mal. Hab ich jetzt onscreen keine Lust für... Mach ich vielleicht später offscreen, dann sehen wir uns vielleicht gleich im zweiten Bergabschnitt wieder.
in der nächsten Folge, die ich dann aber gleichzeitig mit dieser hier hochlade. Bis gleich oder bis irgendwann oder bis zum Sankt Schlumpfstag. Frohe Weihnachten! Jo, willkommen zum zweiten Teil der sechsten Folge. Ich bin wieder im zweiten Abschnitt vom Berg und die Schmetterlinge sind noch genauso schlumpfig wie eh und je. Schauen wir mal, ob wir das jetzt besser schlumpfen. Dummdidum, dummdidum. Der Hase ist auch noch genauso schlumpfig wie schlumpf und je. Die Schlumpfbeere brauche ich im Moment nicht. Die hebe ich mir für schlumpfigere Zeiten auf, zum Beispiel hierfür. Genau. Dann holen wir uns das Herz doch gleich wieder zurück. Edgy Badge, blöder Schmetterling, hast mir gar nichts gemacht. Lelele. Ja, und dann muss ich ja wieder untenrum zurück. Hallo, Hoppelmann. Ah ja, der zweite Schmetterling hat Rache für den ersten genommen. Das wird ja jetzt ein richtiger Großangriff der Schmetterlinge. Waren die vorhin auch schon so schlumpfnervig? Und zurück. Marsch, marsch. Tschüss, Hase. Hallo, Schmetterling. Ups. Und da ist noch ein Sprengschlumpfer. Und dann muss ich hier hochschlumpfen. Dummdidum. Hier war das Wasser und hier war das Extra-Leben. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hinschlumpfen, wenn ich nicht in den Schnee darf? Dann nehme ich das Krampuschlumpf vielleicht lieber mal mit und schlumpfe hier hoch. Ja, und nun brauchen wir wohl noch ein zweites Trampo-Schlumpf. Fünf. Denk dran, Schlumpf, du kannst nicht im Schnee stehen, sonst gefrierst du sofort zur Eissäule. Und dann kriegst du eine blaue Hautfarbe wie ein Schlumpf. Ach so, du bist ja sowieso schon ein Schlumpf. Was soll's? Okay, okay. Kann ich denn hier hoch? Ich kann hier hoch! Ich kann hier hoch! Und da ist das Ziel! Wieso habe ich eigentlich noch ein Herz verloren? Da war doch das Ziel! Hat mir das Ziel ein Herz geschlumpft, oder was? Meine Schlumpfe. Auf jeden Fall geht's jetzt in die Mine. Wir schlumpfen jetzt also Minecraft, oder mein Schlumpf. Hier muss man rechtzeitig die Weichen umschlumpfen. Mit welchem verschlumpften Knopf geht das überhaupt? Mit welchem verschlumpften Knopf schlumpft man die Weichen um? Ach so, ducken? Ducken? Autsch! Boing.
war ein kurzes Gastspiel in der Mine. Und genau dort sehen wir uns im nächsten Part wieder. Aber heute nicht mehr. Ich muss nur noch überlegen, ob ich die zwei Parts von Folge 6 wirklich als zwei Parts lasse oder zu einem zusammenschlumpfe, wie auch immer. Wir schlumpfen uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Arrivederci. Bye bye. Sayonara. Winke, winke. Und bis Schlumpf.